Heute hatte ich wieder mal unglaubliches Glück. Ich wurde von der UBS eingeladen zu einem Frühstück mit ihrem Chefökonomen Daniel Kalt. Und was der zu erzählen hatte, war wieder einmal absolut faszinierend. Schauen wir das zusammen an. Das Erste, was er uns gezeigt hat, ist diese Grafik, nämlich die Dauer der gegenwärtigen Expansion. Und die Dauer über 90 Monate ist fast so lang wie die zweitlängste Boomphase in unserer Geschichte von 1961 bis 1970. Und auch fast so lang wie die längste Boomphase, nämlich von 1991 bis 2001. Die offensichtliche Frage ist also, bleibt der Boom bestehen oder wird er bald einmal in eine Rezession übergehen? Und auch darauf hatte Daniel Kalt eine Antwort. Wir sehen das gleich hier. Was Sie hier sehen, ist die Zinsdifferenzenkurve, und zwar die Differenz der langfristigen Zinsen minus die kurzfristigen Zinsen. Und diese Differenz muss in der Regel positiv sein, weil man für langfristig angelegtes Geld mehr will als für kurzfristig angelegtes Geld. Wenn diese Differenz aber einmal negativ wird, wenn also die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen Zinsen, dann sind wir in dieser Kurve in negativem Territorium. Wir sind unter Null. Und was man hier sieht, das ist ein paar Mal passiert in den letzten 30, 40 Jahren. Und zwar 1980, 1982, 1991, 2001, 2008. Und das war immer gerade dann, wenn danach eine Rezession kam. Ich kam also aus diesem Frühstücksmeeting heraus und habe mir gedacht, ich bleibe bei meiner konservativen Strategie. Ich will nach wie vor Sicherheit. Und da ist mir die Top-10-Liste von Finnland aufgefallen. Und zuoberst stand die Firma Fortum in der Elektrizitätsversorgung, also im Geschäft Elektrizität zu machen. Und zwar, wenn man die Webseite genauer anschaut, machen Sie nicht nur Elektrizität, sondern Sie stellen auch Dienstleistungen für Elektrizitätshersteller zur Verfügung. Und was mich am Schluss noch faszinierender gefunden hat, ist, Sie machen auch Waste Management. Sie entsorgen Abfälle. Also zum Beispiel verschmutzte Böden werden wieder gereinigt oder sogar Kernkraftwerke werden abgebaut. Und nicht zuletzt, für mich als Tesla-Fahrer wichtig, Sie recyceln auch Batterien. Und das sind jetzt Geschäfte, die haben meiner Meinung nach eine absolute Top-Zukunft. Und wenn ich an die Ränge denke, die dieses Unternehmen hat, alles im grünen Bereich und sogar einen positiven Value-Rang, ist meine Entscheidung klar. Ich kaufe Fortum, das ist meine Entscheidung und ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Entscheidung.